Wir sind zurück aus der Werbung hier bei Joyzone Digital. Neben mir ist immer noch Julia Graf, auch als Mischievous bekannt. Sie ist ein YouTube-Star und hat mit ihren How-to-Schmink-Videos über 100 Millionen Views auf ihrem YouTube-Kanal erreicht. Wir haben einen Chat, eine Nachricht von Stefan aus unserem Chat auf joyce.ch/ona und er fragt, wirst du auf der Straße viel angesprochen und wie kannst du damit umgehen? Ja. Also es ist so in der Schweiz, ich glaube, da bin ich noch zu klein, sagen wir mal so. Also ich habe da in der Schweiz noch nicht so wahnsinnig viele Zuschauer, ist nicht so aktiv. Ich wurde schon in der Schweiz ein paar Mal erkannt. Also wenn ich so in der Stadt Ladelan gehe und ein bisschen so in die Make-up-Stores, dann erkennen mich schon manchmal Leute, weil das sind dann auch wahrscheinlich so mit dir verbindet sozusagen. Ja, genau. Also jetzt, ja, ich, in, klar, im Ausland ist mir, passiert mir das schon öfters. Also meine Familie wohnt in Kanada, wenn ich nach sie besuchen gehe oder in USA, da bin ich schon öfters angesprochen worden und hey, und bist du nicht die? Und oft sind dann die Leute ein bisschen scheu, aber ich erkenne dann oft ja, einfach ihre, von ihren Gesten, dass sie mich erkennen. Und ja. Dann, ja, es ist, was machst du dann? Stehst du dann so dort und laufst weiter und denkst so, okay, ich gehe jetzt nicht auf die ein? Oder sagst du, hallo, ihr schaut mich so an, kann ich euch helfen? Ja, was gut, manchmal weiß ich nicht, vielleicht habe ich irgendwas auf der Nase und sie gucken. Und so, oh nein. Nee, also ich meine doch oft, also in USA bin ich dann oft angesprochen worden. Ich glaube, da sind die Leute einfach ein bisschen lockerer auch. Und das ist immer, ich finde es cool, dass dann die Leute auf mich zukommen und ja, dass ich mal meine Zuschauer auch persönlich kennenlernen kann. Aber ich habe auch zum Beispiel auch schon Treffen gemacht in Berlin, in New York und in Vancouver. Und da ist dann schon cool, die Leute mal, ja, eben meine Zuschauer mal ein bisschen auszutauschen. Einfach so mal face-to-face mal so zu sehen. Genau, cool. Genau. Wir haben schon die nächste Frage, das war übrigens eine sehr coole Frage, Stefan. Und die nächste kommt von Felicia. Sie sagt, ich mache eine Ausbildung zum Make-up-Artist und habe schon viele Ideen von Julia für Prüfungen verwendet. Oh. Danke. Coole Sache. Toll. Ja, das freut mich natürlich, so, dass ich andere Leute inspirieren kann. Das ist schon cool. Ja. Ach, schön. Eben, aber wie gesagt, du feierst ja einen großen Erfolg. Wann hast du so gemerkt, okay, jetzt kennt man mich, jetzt feiere ich diesen Hype, jetzt bin ich in diesem Hype drin? Ja, ich glaube, das ist nicht so ein Punkt, wo ich sage, so jetzt. Also klar, es sind immer so kleine Etappen gewesen, also wo ich zum Beispiel das erste Mal 100.000 Abonnenten habe, das war für mich ein Riesending. Und jetzt vor ein paar Wochen hatte ich 500.000 Abonnenten. Gratulation. Also, danke. Nee, und das sind schon so Zahlen, da denke ich schon, wow, also das ist so, ich kann mir das natürlich gar nicht vorstellen. 100.000 Menschen? Ja. Also wo ich zum Beispiel Olympiade geschaut habe, da sieht man ja diese große olympiadische Stadion. Dann denke ich, okay, das ungefähr mal 10 oder so. Und das ist dann so, ja, das ist krass, wenn man das denkt, dass so Leute ja irgendwie das alles abonniert haben und finden dich irgendwie gut, dass sie halt deine Videos schauen. Inwiefern hat sich das Ganze so für dich verändert? Also klar, so deine Arbeit hat sich jetzt verändert, aber so sonst dein Leben, was ist da so, was hat das Ganze bei dir noch so verändert? Also ich denke, ich bin ziemlich gleich geblieben. Also ich als Mensch, ich sehe mich jetzt im privaten Leben nicht als Star oder so. Ich laufe jetzt nicht durch die Straße und wow, ich bin die Coolste oder so. Also ich lebe ganz normal. An Wochenenden gehe ich Skifahren und ja, muss auch meine Wohnung aufräumen und ganz gewöhnlich, wie halt andere Menschen sind. Ich glaube, die Leute, die halt die Videos schauen, die denken dann, dass irgendwie, dass ich doch voll das glamouröse Leben lebe. So das halt das Image, das man hat. Also es gibt doch so ein gewisses Denken, das man hat so von über Beauty Girls, dass ich vielleicht ein bisschen so eine Tusse ist. Also jetzt so, also als ich es meinem Freund erzählt habe, dachte er so, ja, vielleicht so eine Tussi und so. Ja. Ich glaube, das gibt es schon, aber so das bist ist du eben ja so ein, ja, das ist ein trauriges Vorurteil, weil ich denke, nur wenn man sich schminkt, heißt nicht, dass man nichts im Kopf hat. Mhm. Also das ist bei mir jetzt absolut nicht so und ich kenne viele andere Mädels, die sich halt ein bisschen um ihr Aussehen kümmern und sind ja okay. Trotzdem noch tolle Mädels. Und ich finde, da sollte man halt vielleicht nicht so ein Vorurteil haben, erstmal die Leute kennenlernen. Und, ja. Wir haben eine nächste Frage und zwar von Laura und sie sagt, hat sie auch schon Aufträge für Shootings und so bekommen? Gab es Aufträge so etwas? Für Shoot, ich hatte schon Anfragen, aber zum Teil war das dann einfach schwierig, weil ich halt in der Schweiz wohne und das waren dann zum Beispiel Anfragen, irgendwas zu machen in Deutschland oder so und dann müsste ich dorthin und das war für mich dann einfach zu weit oder so. Ich habe ganz am Anfang, also mache ich noch ab und zu, ich schmink dann für im Freundeskreis, also das habe ich, ja, so Hochzeits-Make-up und so mache ich noch ab und zu, aber das läuft hier nicht so extrem in der Schweiz, wie es vielleicht in anderen Ländern. Ich glaube, hier sind vielleicht die Frauen nicht so, wenn sie jetzt einen tollen Anlass haben, gehen sie vielleicht nicht direkt zum Make-up-Artist, also.